So, hallo Freunde und willkommen zurück hier bei Shadow of Mordor. Ihr seht das Problem, wir haben so gesehen sämtlichen Wegfortschritt bis zum Hauptziel seit der letzten Aufnahme verloren, weil ich Pause gemacht habe. Und ich wollte sagen, Talion, läufst du bitte mal. Und ja, deshalb beilen wir uns jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob die Orks zumindest tot bleiben. Das wäre irgendwie zumindest ein Fortschritt. Das wäre auch. Ja. Okay, wir spielen Assassin's Creed mit Superkräften. Sprich, Talion kann sehr viel besser klettern als die Assassinen. So, ich hätte jetzt gerne mal den Typen. Als zu sehen, wie das Leben aus den Augen unser Hauptziel. So, das ist gar nicht mehr so weit. Da kommen wir vielleicht sogar unbemerkt hin. Da sind noch zwei Orks, ne? Geht kurz nochmal. Hast du die entflohenen Sklaven gefunden? Nee. Ich hoffe, sie wurden alle miteinander von Ghoulen gefressen. So, das war die Schleichentaste. Auftrag starten. Ein Sklaventreiber der Uruks hält einen Gefangenen, der Informationen über die schwarzen Hauptmänner besitzt. Eliminiere den Sklaventreiber, befreie den Gefangenen und finde heraus, was er weiß. Das machen wir. Das ist gar nicht mal so angenehm. Nun, das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt. Wo er recht hat, hat er recht. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Ob man los sind. Ja, so ein nutzloser Haufen Schrack. In der Tat. Da töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. So, wir sollen die vier Schützen vorher besiegen. Ich habe einen Sklaven um Gnade winseln hören. Der hat um sein Leben gefleht. Wenn noch einer abhaut, gehen uns die Pfähle aus. Komm, hoch. Sind vier Schützen, das wissen wir. So, den können wir mal schützen. Und hier können wir uns Pfeile neu holen, das weiß ich. Was war das für ein Geräusch? Ja, oder nicht? Winkel um Gnade. So, okay. Oder? So, das halten die ja glücklicherweise nicht aus. So, die haben aber noch mehr Schützen. Ah, der da zum Beispiel. Die beiden da hin. Da treffe ich den. Ich weiß nicht, weil hier schon mal keiner. Ja gut. Hätte man mir auch mal sagen können, ne? Da eine Wand zwischen dem und mir ist, sehe ich mir ganz so. So, da hinten ist noch ein Bogenschütze. Den müssen wir mal angehen. Aber erstmal gehen wir hier rüber, holen uns hier vorne die Pfeile. So. Glücklicherweise ist so ein Kopfschuss immer ein Tod. Das ist ganz gut. Der die Flucht wagt, soll am Prater sterben. Glaubt nicht, dass ihr entkommen könnt. Ist noch ein Schütze. Ich werde euch strafen. So, wir schleichen mal schnell rüber. Wird schon keiner merken. Ihr dachtet wohl, ihr wärt schnell genug. Kein schwächlicher Mensch kann einem Uruk entfliehen. So, zusätzliches Ziel erfüllt. Und da unten ist Krimup. Können wir den nicht einfach von hier oben? Seht ihr diese Sklaven? Na gut, dann schießen wir einfach mal. Und noch meine Klettert hinterher! So. Hallo. Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Ach, nee, du. Sag
gemacht mit dem Sklaven. Ja, da stirbst, da ich die Hinrichtung haben wir ja. Bleibt noch relativ viele. Und ja, ich will so einen Anschlag haben. Das ist doch voll gut, wenn wir sagen. Holt euch seinen Kopf! Du stirbst. Ihr könnt abschlagen! Schneidet ihn in Stücke! Wir sollen die Rune hier aufsammeln. Was kriegen wir denn? Scheint eine Dolchrune zu sein. Boshafte Stimmen, episch. Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Nett. Kannst deine Waffen mit Runen aufrüsten? Ja, das haben wir schon verstanden. Wähle deine Waffen mit LT und RT aus, drücke A, um eine Rune einzusetzen. Rüste Runen mit A an einem beliebigen freien Runenplatz aus. Du kannst deine Waffen durch Meridian oder Miridan oder so hieß das. Zu sich den Runenplätzen aufwerten, drücke A, um fortzufahren. Wir bräuchten 60 davon. Wie viel haben wir denn? Hat uns das irgendwo mal angezeigt? Hallo, ich wüsste gerne, wie viel wir haben. Ja, wir haben 75, okay. Dann machen wir das mal. Haben wir einen weiteren Runenplatz und da setzen wir dann unsere neu erhaltene boshafte Stimme ein. Die Macht eines Hauptmanns entscheidet über die Stufe der Rune, die er fallen lässt. Wenn du einen Hauptmann tötest, indem du seine Anfälligkeit ausnutzt, also seine Schwächen, wirst du stets eine bestimmte Art von Runen erhalten. Bei Schleichen kriegen wir eine Dolch, bei Fernkampf eine Bogen und bei Nahkampf eine Schwertrune. Macht irgendwo Sinn. So, Verbesserungen. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Ich wollte explodieren lassen haben, weil das, glaube ich, ziemlich gut ist. Wann kriegen wir das hier eigentlich? Wir bräuchten nicht genügend Macht und Hauptaufträge. Na, wir brauchen noch 130 Macht. Na gut, das könnte was dauern. Das könnte was dauern. Nicht gestorben. Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann, wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirkon. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Ich hätte jetzt besser sagen können, wo es ist. Das wäre sinnvoll gewesen. Gollum! Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist kein Ork. Das war sogar mal, ich glaube, ein Halbling. Zumindest ein Halbling-ähnliches Wesen. Der Fotomodus ist jetzt verfügbar. Er kann im Optionen-Spieleinstellungen-Menü an- oder ausgeschaltet werden. Der Fotomodus erlaubt dir, das Spiel zu pausieren und einen Schnappschuss von der Aktion zu nehmen. Kannst die Kamera manipulieren, Filter anwenden und vieles mehr. Wow, Snapchat in einem Spiel. Das braucht die Welt. Nicht. So, der Verfolger ist jetzt verfügbar. Gucken wir gleich mal. Ich wollte mir aber gerade erstmal ein Geschoss holen. Okay.
Den haben wir getötet und Krimuk haben wir auch getötet. So, Radback der Feigling, der ist da hinten. Das war der andere Hauptauftrag, von wegen, dass wir mehr über unseren Elfenfreund erfahren. Klingt nach einem Plan, dass wir den mal angehen. So, den markieren wir uns mal. Ich würde generell auch versuchen wollen, beziehungsweise was heißt versuchen wollen, ich werde es so angehen, dass jetzt ich wird sich endlich etwas ändern. Die Hauptaufträge abwechselnd angehe. Und das heißt, dadurch, dass wir jetzt einen in Anführungszeichen normalen gemacht haben, machen wir jetzt einen mit um unseren Elfenfreund irgendwo. Der Waldläufer liebt es, uns mit Tricks in Angst zu versetzen. Lasst sie nicht in eure Köpfe. Bleibt standhaft und kämpft. So, einmal hochziehen. So, da ist aber noch irgendwas aufgetaucht. Was ist das denn hier? So, den Kerl kann man befragen. Wenn ihr mal aufpasst, dann könnt ihr es allein mit dem Grog aufnehmen. So, da sind noch ein paar mehr. Das ist gut. Dann können wir uns den Kerl da mal schnappen. Hallo. Ach. Doch festhalten. Zeit. So. Gib mir mal Infos über. Wenn wir uns über. Na, die Sachen sind eh bekannt. Dann nehmen wir den mal. Dann haben wir nämlich einen anderen noch älter. Wo sitzt der denn? Kann ich mal auf den Weg. Danke. So, ich hätte aber trotzdem gerne Rapback markiert. So. Hier haben wir Verbesserungen. Schon wieder eine Stufe freigeschaltet. Ah, wir können Verbesserungen auch mit der Währung kaufen. Ah, Mirian ist die Währung, mit der du deine Waffen verbessern, sowie deine maximale Gesundheit, Fokus und Aimgeschosse erhöhen kannst. Aha. Das heißt, wir haben noch eine zweite Verwendung für Mirian. Schalte einen weiteren Rundplatz fürs Schwert frei. Das haben wir beim Dolch ja schon gemacht. Beim Bogen können wir es natürlich auch machen. Erhöhter Fokus, Höchstwert, mehr Elbengeschosse. Das ist praktisch. Oder Gesundheit verbessern. Dann kriegen wir hier hinten Urfaels Sturm. Da hat er diese Fähigkeit mit Nahkampftötungen auf. Das scheint eine Art Rage-Modus oder sowas zu sein. Ach ne, unbegrenzte Hinrichtung. Ja, why not? Unbegrenzt Elbengeschosse, Fokus und Brandpfeile. What the fuck? Unauffindbar zu sein. What the hell? Ich kann unsichtbar werden. Okay, das ist OP. Das ist hart OP. So, hier vorne ist trotzdem irgendwas, was ich mal untersuchen möchte. Was ist das hier genau? Man sollte meinen, diese Orks. Die Mithril-Klinge. Wie ein silberner Blitz schlug er in die Reihen des dunklen Herrschers ein. Ein jeder Gegner war bereits tot, bevor er die Bedrohung auch nur erahnte. Formen die Legende des Dolches Achan. Belohnung 150 Mirian. Was müssen wir dafür machen? Eliminiere die Sklaventreiber innerhalb von 3 Minuten durch Schleichtöten. What the fuck? Okay. Die Gerüchte über Geister, die vom Himmel auf die Rücken der Uruks springen, sind nichts weiter als stinkende Gerüchte. Das bist du. So. Den. Wir müssen ja 10 von denen ausschalten. Wir haben schon mal 3 innerhalb von 1/2 Minute. Die Zeit ist durchaus machbar demnach. Den ganzen Tag so, tun wir nichts als die Sklave verrät uns nicht. Ich brauche etwas, das sich wehrt. Dann sagt dem Hauptmann, er soll uns Karagor jagen lassen.
So, der nächste. Wie viele brauchen wir noch? 5. Oh, du stehst da schön in der Ecke. 10 eigentlich Dingens auch als Schleichtötungen? Also Fernkampfangriff? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Verdammt! Ich dachte, ich hätte diesen kleinen Wicht geschnappt, der hier umher schleicht. Aber jetzt ist er wieder entkommen. Ich will in der Umgebung Fallen aufstellen. So, immer schön nicht vor die laufen. Macht irgendwo Sinn. Danke. Nur 2. Ich stehe in deiner Schuld. Das ist ja schön und gut. Ah doch, das kriegen wir hin. Nummer 9. Und da ist der letzte. Auf Wiedersehen. Sehr schön, wir haben sogar ein zusätzliches Ziel geschafft. Wir haben die Legende des Schattens auch freigeschaltet. Das gab 150 Mirian plus nochmal 50 wahrscheinlich und 400 EP. Das ist gut. Einführung Waffenverbesserung. Schließe alle Dolch- und Nebenmissionen ab, um Mirian zu erhalten. Verdiene genug, um eine mächtige Verbesserung für Dolch und Dolch Archan kaufen zu können. Mit Archans Schatten kannst du für kurze Zeit unsichtbar werden und unbegrenzte Schleichtötung ausführen. Ja, das haben wir eben schon mal gelesen. Mal gucken, wo man hinklettert, Kumpel. Was ist denn hier noch? Aha. Aua. Einmal voll den Arm gebrochen. Warum haben wir da vorne noch eine... Dingens. Menschen abschauen! Komm, Kumpel. Schleicht da jemand umher? Okay, der ist tot. So, irgendwo scheint hier noch so ein Wurm zu sein. Aber generell Informationen. Das geht natürlich auch. Okay, es gibt also auch einfach so Informationen überhaupt, Männer. Das ist ja praktisch. Push-Krimp Adlerauge. Ist dein Leben lang weggeworfen, weggelaufen. Feiglinge. Quatsch. Ein Mörder ist unterwegs. Quatsch. So, jetzt habe ich aber gerade auf euch keine Lust. Ich hab was zu tun. Will aber den anders gerade. Ich will dahin. So, hier laufen natürlich überall Uruks rum, wen wundert's. Und da scheint irgendwie eine Art Schlägerei oder sowas zu sein. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Danke. Hör nicht auf zu kämpfen, so. Waldläufer! Was? Dieser Uruk wurde erschlagen! Ich dachte immer nur, dass, also ich wusste ja schon, dass Orks dort sind, Uruks, ne? Aber. So dämlich, können die doch auch nicht sein. So, komm mal her. So, Widerstand. Danke. Bitte hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Er ist viel zu stur, um für diese Orks zu arbeiten. Ja, schön. Kopf geschossen. Komm nochmal. Und da oben ist auch noch. Wir sind frei! Er lässt sich auch nichts anmerken, ne? Wir haben keine Elben geschossen mehr. Aber die kriegen wir auch wieder. Das ist kein Problem. So, ich würde jetzt mal eben da hochklettern. Der Hauptmann hätte gezögert, seine Befehle auszuführen. Was für ein Lieder! Okay. Guten Tag. Ah, dann kann ich so.
Sollten wir hier mal ein bisschen runter. Dann können die uns Bereit zu sterben! Gibt's euch auch mal ein weniger? Nur 4 oder so? Oder 8? Das sind Knie. Ich meine, an sich ist das Kämpfen ja echt nicht schwer, ne? Ich hämmer die ganze Zeit nur X und zwischendurch, wenn es aufleuchtet, kommt. Aber es kann auf Dauer kann das schon ganz schön viel werden. Ach, die hauen noch teilweise auch ab. Feige Schweine. So. Auch mal Pfeile. Danke. Ich reiß dir den Kopf! Und direkt hinterher eine Schleichtötung. Das ist auch Skill. So, hier unten war noch einer. Das muss da wehtun. Okay, ich glaube, es sollte gerade mal laufen. Da hinten kommen ein paar Orks. Der Hauptmann macht das doch mit Absicht. Hat uns schon ewig nicht mehr auf die Jagd geschickt. Wenn er uns nicht bald einen Befehl erteilt, muss ich Jagd auf die Bleichhäute machen. Nur mit was zu tun zu Bitte, du musst zurückkehren und meine Freunde retten. Sie wurden... So, was haben wir denn hier? Die Gefallenen dieser Sklaven werden dafür bestraft, dass sie vor Erschöpfung zusammengebrochen sind. Rette sie vor ihren Peinigern. Ja, das haben wir doch schon. So geschunden, gemacht. Dass sie kaum noch stehen können. Oh, kein Ding. Vielen Dank, Waldläufer. So, ich würde aber sagen, Freunde, wir machen hier jetzt erstmal Schluss in der nächsten Folge, wenn wir uns den nächsten Hauptmann vornehmen. Und bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns. Ciao.